Chaykin, One Man Towards You. Was los, Leute? Zu einer neuen Folge Mein Leben mit der Sucht. Nein, keine Angst, das wird jetzt hier nicht ausufern. Aber da gibt es eine Sache, die wollte ich einfach mal ansprechen. Heute Morgen war ich bei meiner Tanke. Wollte mir meine Zigarre losholen. Und vor mir ist so ein besoffener Spacko. Braucht da erstmal 15 Minuten, weiß nicht, was er sich für einen Wein aussuchen will. Don Röschen, Dornfelder und was weiß ich, wie die Scheiße er heißt. Guckt er mich an und fragt mich, ja, was soll ich nehmen? Keine Ahnung, Alter. Ich sag zu ihm, höflich wie ich bin, ich trinke keinen Alkohol mehr, nimm was immer du willst, mir egal. Holt er sich irgendwie mal ein bisschen Weinflasche. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich komme auf diese Situation gerade nicht klar. Dreht sich zu mir um und sagt, Koks na Junkie. Ich habe nichts gemacht. Ich stehe da einfach nur und warte. Es stimmt. Ich meine, ich bin der Creator von Mein Leben mit der Sucht, meine Vergangenheit als Drogendealer und so. Ich habe in meiner Kindheit bzw. jugendlichen Zeit Sachen ausprobiert. Sachen, die nicht so gesund sind. Aber ich habe damit aufgehört. Und wenn man so eine Bilder sieht, wie von Drug Dealer Simulator, dann werde ich euch mal jetzt zeigen, dass das kein echtes Kokain ist. Oder Heroin. Passt mal gut auf. Backpulver. Das war einfach nur fürs Bild. Ich zieh mir noch nicht hin. Vor meinem Block, keine Ahnung was rein. Einfach nur Backpulver. Das war einfach nur fürs Bild. Und sogar, wenn das so ist, dass ich, ich sag mal, bestimmte ungesunde Substanzen zu mir genommen habe. Ich habe mich halt ausprobiert, ich war neugierig. Dann ist das doch heutzutage, Moment. Irgendwo sogar positiv behaftet, weil, und jetzt passt mal gut auf, eure Kinder sind auch neugierig. Die wollen auch Sachen ausprobieren, mal an einen Joint ziehen oder so, keine Ahnung. Wem glauben sie mehr? Einem Lehrer? Einem Sozialarbeiter? Oder einem YouTuber, mit dem sie ganz entspannt reden können? Steven, wie fühlt sich Ecstasy an? Wie fühlt sich Koks an? Dann kann ich denen das erzählen. Und jedes Mal, das meine ich jetzt wirklich ernst, wenn ich so eine Sachen erzähle, es gibt immer das Fazit daraus, keine macht den Drogen. Also lasst die Finger von dem Scheiß. Und ich schwöre euch, in der One-Man-To-Balls-Army, da gibt es so viele junge Leute, die sagen, nee, ich trinke kein Bier. Ich mache das so wie du, Steven. Ich trinke nicht. Kein Alkohol, nix. Ist das nicht was Gutes? Aufklärung? Ja. Wie gesagt, ich komme auf diese Person nicht klar. Was eben? Ich irgendwie aus wie ein Fixer oder so? Wie kommt ihr auf die Idee, mich Junkie zu nennen? Hallo? Ich gebe zu, ich bin vielleicht ein bisschen dünn, aber... Wollte ich mich einfach nur mal
auspissen über diesen Typen. Ging mir richtig auf den Sack. Denkt der mich einfach Junkie da. Was ist mit dem los? Naja. Einzige, was ich mache, ist, keine Ahnung, rauchen, vielleicht rauche ich mal einen kleinen Joint oder so. Das ist meine Geschichte. Geht die doch nichts an. Ja. Da wollte ich euch fragen, habt ihr auch in eurer Gegend so negative Menschen, die Vorurteile gegen euch haben? One man to balls, all one to peace.